So, für euch 24 Stunden rum, für mich 2,4 Sekunden rum. Wir sind wieder bei Amnesia und haben jetzt sämtliche Teile der Kugel zusammengefügt. Naja, zusammengefügt noch nicht, aber wir haben sie. Und hier hingen beim letzten Mal fröhlich ein paar Körper rum. Die sind jetzt weg. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermäßig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald und die Morgensonne. Wird das alles je ein Ende haben? Fragte er sich. Ja, hoffentlich noch nicht so bald. Mir macht das Spiel Spaß. Was ist jetzt los? Da ist niemand. Da auch nicht. Mach ich die Tür wieder zu. Gut. Dann sind wir hier wieder am Eingang. Ja, am Eingang. You found Vi's recipe. That there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via this climb. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Okay, also bevor wir jetzt in das innere Heiligtum gehen, werden wir hier mal. Genau, hast du nicht. Kannst du aber trotzdem. Also wir brauchen. Ja, was braucht wir denn da jetzt für dieses Rezept? Maschine, Seuchenausbruch, Notizen zur. Was ist das? So, die giftigen Pilze brauche ich. Lebensessenz. Kann ich vielleicht aus dem Fleisch und Tamta aus diesem Viech vermutlich im Keller. Also ich packe mal hier die. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vi's tonic before attempting to mend the orb. Ach so, vielleicht in dem Glas? Nee. There might still be a chance for you to save me. Please. Ja, hier war ja noch dieser. Ja, dieser Brunnen irgendwo. Hat nur leider jetzt gerade nicht mehr wirklich die Ahnung, wo der jetzt war. War der nicht hier vorne? Na nü. Ach so, auf der anderen Seite, natürlich. Hier war der. Richtig? Richtig. Ja, das Fleisch. Und dann nicht reinwerfen. Was ist denn, wenn ich das nochmal hochkurbel und dann das Stück Fleisch daran binde? Könnte ich ja vielleicht so ein Viech angeln. Jawohl, jawohl. Und hinab. Wird doch hoffentlich ein großer Fisch anbeißen. Ja, etwas zieht am Seil. Das war der Plan. Deswegen möchte ich es ja hochkurbeln. Da habe ich nämlich das Zeug, was ich brauche. Der Giftdrüse. Wie kann ich das denn jetzt aufsammeln?
Ja, einfach anklicken. Okay, so geht's natürlich auch. So, das ist dann wohl dieses Tat irgendwas. Und Lebensessenz brauche ich noch. Und irgendwo einen Ort, wo ich das mischen kann. Ja, gut, dann schauen wir nochmal. Denn wir haben ja da hinten... War das auf dieser Seite? Ne, das war auf der anderen Seite. Haben wir ja diesen... ja, dieses Event da gehabt, wo wir den Typen aufschneiden sollten. Ich habe so das Gefühl, dass das irgendwas damit zu tun hat. Und dann müssen wir uns eigentlich nur noch einen Ort finden, um das zu mischen. Oh, und hier ist wenigstens nicht so viel los, was Gefiech angeht. Nee, Moment mal, war das hier? Hier war doch der... Nee. Hä? Warte mal, da hinten geht's in den Altarraum. Richtig? Ja. War das da? Ich gehe da nochmal kurz gucken. Ich bin ein wenig verwirrt. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Hier war das nämlich. Genau. Ist ja nur die Frage. Ob wir hier an der richtigen Adresse sind, was das angeht. Ah. Den Seil. Ich brauche doch eigentlich nur das Blut, oder wie verstehe ich das? Also eigentlich nur, ist auch gut gesagt, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hatte gerade eine Idee. Aber die wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Nämlich, da hinten konnte man doch dieses, diese Kette nach oben ziehen. Und, ja, das war aber genau auf der anderen Seite. Das heißt, hier möchte ich gar nichts machen gerade. Die Ladezeiten nerven ein wenig. Achso, das kann man wegklicken. Sehr schön. Hätte mir auch mal einer sagen können. Ja. I see that all the orb pieces you need. I know I have. Achso, hier haben wir das Schleim hergekriegt. Natürlich. So, ins Querschiff. So. Und jetzt müssen wir noch einen Ort zum Mischen finden. Und nicht zuletzt auch... Naja, eine Möglichkeit, an Blut zu kommen. Und, hier könnte ich, wie gesagt...
bringt ja alles nichts. Ich brauche erstmal Leichen. Ja, ist auch so eine Sache. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwie mal sagen würde. Das ist ja was. Ah, hier sind auf jeden Fall Leichenteile. Ah, da kann ich was anklicken. Das Gitter bedeckt ein Abflussrohr. Dann machen wir das mal auf. Und dann halten wir mal das Glas da rein. Finde eine Möglichkeit. Ah ja, dann machen wir das Seil. Da mal. Ups. Ach. Und jetzt können wir uns doch da mal ein bisschen Blut einsammeln. Und hoffentlich können wir jetzt. Kann nichts zum Blut hinzu. Substanz muss erst gereinigt werden. Gut, das heißt, sie muss destilliert werden. Dafür haben wir doch diesen Destillierapparillo da hinten bei Agrippa vielleicht. Ja, diese Richtung. Oh, da war hier noch irgendwas. Nee. Ich probiere das mal kurz da hinten bei dem Agrippa. Ich mag mich täuschen. Und wie gesagt, die Ladezeiten hier sind zunehmend nervig, wenn man was sucht. Aber ich kann es nicht ändern. So, denn ist das hier ja so eine Art... Ja, Destillierapparat. Oder vielleicht aber auch nicht. Das habe ich inzwischen schon wieder ganz vergessen. Was genau in dem Altarraum eigentlich diese drei Wege zu sagen hatten. Also geradeaus war, meine ich, dieser... Ja, dieser richtige Altar halt. Da wollen wir noch nicht hin. Oh fuck. No fuck. Oh fuck, 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 fuck. Ah, scheiße. Schlaf. Ja, mach ich. Ah, guten Morgen. Scheiße. Das war nicht so gut. Um nicht zu sagen, das war scheiße. Hazel verbrachte den ganzen Sommer im Bett. Er las sich immer vor, nachdem er seinem Vater bei der Arbeit geholfen hatte. In seinen Gedanken war sie die Scheheresade. Und solange er die Geschichte erzählte, würde sie nicht sterben. Wir sind im Knast? Wie jetzt? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption. How you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Ja, das will ich ja gar nicht. Ich möchte eigentlich hier... Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war oder... sind wir jetzt... Na komm. Ist die etwa schon mit der...
Ich würde die da gerne mal rausreißen, wenn es irgendwie geht. Geht aber irgendwie nicht. Die Tür ist verschlossen, ja, das ist mir schon klar. So, einmal beiseite. Oh, warte mal. Die ist ja auch noch locker. Kann ich da vielleicht mit der Eisenstange irgendwas... irgendwas ausrichten? Die muss doch irgendwie... Naja, stabiles Metall, ich sehe es schon. Ups. Ich will gar nicht wissen, warum das jetzt da gerade so... Ich krieg die da nicht raus. Sag mal. Die muss doch da irgendwie lösbar sein. Hör auf mit dem Blödsinn da oben so rumzuwabbeln. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, verdammt. Ups. Keine Ahnung. Verdammt. Das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Und das bringt ganz offensichtlich nicht so wirklich viel. Ich kann die nämlich nicht weiter bewegen irgendwie. Okay. Das stand ja zu erwarten. Hätte ich mir auch denken können. Naja. Wie soll ich denn dieses... Also ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Es tut mir leid, ey. Ich weiß noch nicht mal, ob das gut war, dass wir jetzt hier in... naja, in den Knast gekommen sind. Wahrscheinlich eher nicht so, aber... also beziehungsweise, ob das so geplant war. Ah. Ah. Ah, ah. Scheiße.
Hammer und Meißel auf das Bett einprügeln vielleicht? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß aber doch, was ich machen soll. Nämlich eine Aufnahmepause. Und, naja, vielleicht finden wir das nächste Mal einen Weg, hier aus der blöden Zelle hinauszukommen. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, ne, Däumchen nach oben, freut mich immer. Und ein Abo dürft ihr auch gerne da lassen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann eben nicht, ne? Hauptsache, ihr guckt mal wieder rein. Bis bald. Ciao.